Crap! The elevators are down. I'll try to reroute the power. Yo Leute, weiter geht es mit einer neuen unheimlichen Folge Alien vs. Predator. Und wir sind hier mitten in der Predator Disco. Seh nur Abschaum. Na, wo rennen die rum? Unter mir oder über mir? Kommt zu Papa, ihr Scheißviecher. Zack, erstmal schön zerlegt. Auf Distanz, auf Distanz. Sehr gut. Einer rennt hier noch rum. Und erledigt. Langsam könnte ich Hilfe brauchen, Tequila. Wäre eine geile Idee. Abflug. Der perfekte Konter. Wow, 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 Bruder. Kommt der dreckig von hinten. Okay, nix wie raus hier. Jetzt aber schnell. How many of us are left? Those things are everywhere. They seem to want to take us alive. I don't know why. We don't have any weapons. We don't know what's happening. Someone will come though. They have to. Ich werde kommen und ich werde alle retten. Und der Typ will mich beschützen wie sein kleiner Bruder. Komm schon, Alter. Ich bin zwar neu in der Gegend, aber du kennst meine Akte nicht. Früher war ich ein Held. Ein fucking Held. Eine Legende. Welcome to base camp, rookie. You had yourself quite a party back there. Wie gesagt, ich war eine Legende, Bruder. Ich wollte neu anfangen. Und jetzt bin ich hier gelandet. Und alles beginnt von vorne. Locking this corridor down. Head upstairs. Alles klar, ein bisschen Licht für dich. Stand down. Teil's dir gut ein. Suck it up, kid. You'll live. Come with me, rookie. We're needed upstairs. Ich denke immer, das wäre ein Alien. Jedes Mal denke ich, die Dinger sind Alien-Schwänze. Alien-Schwänze. Lang und dick. Das klingt so verkehrt. Auf sehr, sehr vielen Ebenen. Oh, hier drüben. These demons have come to cleanse us. My wife and children were filthy. That's why the demons took them. I've been spared. New life grows within me. Soon I will be reborn. Nette Story. Jetzt bricht irgend so eine Subreligion aus. Dämonen. Götter, Aliens, Xenos werden zu Göttern gemacht. Finde ich nicht gut. I've got readings. Macht sie rund, Jungs und Mädels. Boah, die Lichteffekte, das sieht so gut aus für ein 6 Jahre altes Spiel. Why'd they just give up like that? They're testing the perimeter, Private. What the? What happened to the lights? They cut the power. Multiple contacts! Sentry's running hot! They're at the pressure door! Oh shit! Ich glaube, die da unten sind tot. Moment, 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 cool bleiben, ja? Alle bleiben cool. So schlau sind die Biester auch nicht. Haben den Strom abgestellt. Mit ihren Fingern, ha?
Alles gut, alles gut. Alles gut. Verdammt, noch eins. Wie sieht's da oben aus? Oh, shit. Alter, Bro. Tut mir leid. Jackson? Jackson ist tot. I think we're on our own here. Yep. Oh, verdammt, du bist schwarz. Du wirst definitiv vor mir sterben. Don't relax just yet, Marines. Tut mir leid, Schwester. Aber so ist das eben. Igitt. Da drüben rennt eins rum. Erledigt. It's down. Ja, ja, entspann This dich. Is Tequila. You read me, Rookie? Ja, ja, ich höre dich. Charlie Team's headed your way. Tell them to hurry the fuck up, Corporal. Hear that? Oh, shit. Ich muss sagen, Tequila redet auch immer gleich. This is Tequila. Do you read me? Ja, Mann, ich höre dich. Verdammt, noch eins. It's crawled into the dark. Wow, 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 wow. Von hinten. Ich hab's gewusst. Die Kleine ist tot, ha? Huh? Charlie Team's on route. They may need support. Get to the barricade. Tja, Pech, Schwester, echt. Aber ich hab's gewusst. Da konnte ich wenig machen. Überlebenschancen gleich null. In deiner Situation. Ich höre jemanden. Fuck. Fuck. Okay, okay, wir ziehen uns zurück. Stellung halten, Stellung halten. Oh nein, keine Munition im Geschütz. Boah, wie die Säure rausspritzt. Wie ich sie verkrüppel. Diese Mistviecher. Tja, ohne Beinchen bist du keine harte Nummer mehr, was? Oh Gott, es kommen noch mehr. Fuck! Wohin, 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 wohin? Nach unten? Don't flick out on me. Get back up the stairs. Follow the objective marker. Ey, die Dinger sind extrem verwirrend. Alles klar, ich bin falsch. Ein bisschen Säure. Wow! Bisschen viel Säure. Genaue Anweisungen wären nett. Keine Sorge, das wird. Ach, jetzt ist die Tür offen. Als ich da war, war die Tür noch zu. Mach mal auf hier. Mach mal auf! Oh, fuck, die hängen mich ein. No! Mach den Laden auf, Mädchen. Verdammt, zu, 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 zu. Oh Gott. This is Tequila. All Marines, regroup and retreat. Everybody, get back to the dropship off E Point. This place is going to hell. Rookie. Sewer system runs underneath the entire colony. Follow the sewer tunnels back to the garage. Do it, Marine. You can wash the shit off in orbit. Tequila, du bist keine Hilfe.
Du bist echt keine Hilfe. Beats me why we go into these places just to save private operations like this. This is Weyland Yutani's mess. They should clean it up. We're colonial marines, not a corporate security force. Okay, hier geht's nach unten. Und irgendwas rennt hier rum. Einmal elegant hier durch den Gully, einmal schön durch die Scheiße spazieren. Wie ich es liebe. Dieser angenehm strenge Duft. Alles klar, wir brauchen immer wieder hier Beleuchtung. Immer wieder Beleuchtung. I had a priority call from Mr. Weyland today. I must pack up my team and leave at once for BG-386. He intimates a find that will hurl our research forward by decades. Schön. Granaten sind ultra wichtig. Ohne Granaten kann einige Situationen wirklich ganz schön nach hinten losgehen. Wird man später noch sehen. Granaten retten dir den Arsch. Einfach den Schädel einschießen und schon gibt das Alien Ruhe. Na dann, rennen wir mal los. Hoffentlich. Shit, they just keep coming. Renn, 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 renn. Oben, unten, unten, oben. Ich gehe den Weg. Der sieht gut aus. Get out of there. Oh, shit. Und man sieht sie immer so schlecht. Verpiss dich. Oh, fuck. No, verflucht. No, 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 no. Yep, die wollen uns lebend. Und ich habe alles verloren. Ich habe den guten Shit verloren. Nur meine Flares. Ein Mann und seine Flares. It's quiet now. I haven't heard any screams for a while. I can hear them moving around sometimes. Coming up from below. There's something else down there too. Something. Okay, wo genau bin ich hier? Sieht aus wie ein Grabungstunnel. Ob ich irgendwas Gutes hier finden kann? Eine Knarre. Eine Knarre und ich wäre schon ein bisschen zufrieden. Ich würde mich auf jeden Fall deutlich besser fühlen mit einer Knarre in der Hand. Na, gescheiten. Na, Mahlzeit. Guck mal hier. Hast du Angst vor Feuer? Alien Scump. Ui. Den hat er aber sauber aufgegessen. Schaut euch den an. Lecker. Ob hier unten noch irgendjemand am Leben ist. Jetzt geht's rund. Der am Durchdrehen ist. Schaut ihn euch an. Ich habe ihn verkrüppelt. Da spritzt die Säure raus. Game over. Nicht heute. Ja, so ein bisschen Aliensäure am Morgen. Perfektes Peeling.
Problem ist, man kann eben nicht anvisieren. Man kann nur aus der Hüfte schießen. Und das macht die ganze Sache jetzt ziemlich knackig. Immer schön die Lichter raus. Tja, ich fackel nicht lange. Netter Spruch. Rookie? Shit. You must have an angel watching over you or something. Running a trace. You're over by the refinery? Blast door open. That's near Major Van Zandt's last known location. Katya, the way she talks, even the way she smiles. I wondered why they laughed when I started talking to her in the canteen that morning. They make those things so lifelike these days. Before we lost contact, I have to reestablish contact with the Major. Get to the top of the outbuilding. If you realign the dish, then I'll be able to log in to the core network. That should help me reach Van Zandt and any other survivors. Ganz ehrlich, ich würde mir hier so einen Bohrer nehmen und dann voll auf die Aliens losgehen. Zack! Schädel durch Löcher, zack! Nächstes. Oh oh. Wow. Die Raffinerie. Verdammt großer Laden, ha? Find a way into that building. I've got no reading for power around there. Und nochmal zu dem Thema, ich hatte Glück. Ich bin einfach nur scheiße gut. Ich bin eben der Beste. Neu und gut. Und du bist alt und verbraucht. I'm guessing you'll need to find an emergency generator. Sound familiar? Irgendwie schon, ja. Das alte Spiel. Erstmal immer den Strom anmachen. Natürlich kein Strom. Immer kein Strom. Don't be shy about salvaging weapons, kid. It's on the floor, they ain't using it. Oh, nicht schlecht. Dankeschön. Naja, der braucht sie auch nicht mehr. Ja, immer erstmal den Strom anmachen. Dann ein paar Aliens töten. Dann irgendjemanden finden, der sagt, großer Gott, danke, dass sie hier sind. Watch your back in there. Derjenige erzählt dir eine Story, die du eh schon kennst, derjenige stirbt, Strom ist wieder aus und du rennst weg. Das alte Lied. Immer und immer und immer wieder. Oh fuck. Oh fuck. Die Dinger sind, glaube ich, one hit down. Deswegen, du solltest Respekt haben vor ihm, Facehugger. Eigentlich sollte man ihm volle Kanne ins Gesicht schießen. Rennt hier noch eins rum? Ich höre doch was. Gern geschehen, Bruder. Stabil. Echt stabil. Das sieht aus wie ein riesiges Arschloch. Und da muss ich hin? Natürlich muss ich da hin. Okay, warte mal, wo ist die Batterie? Ah, hier drüben. Meins. Wow. What the fuck? What the fuck? Drück's rein. Alright, alright, alright. Ich habe eine Shotgun, ich bin für alles bereit. Auch wenn ich wenig Munition habe. Verdammt wenig Munition. Ich bin so jemand, ich leuchte auch wirklich alles aus. Alles. Ich würde den Helm mitnehmen. Obwohl, ich habe wahrscheinlich einen besseren. Ist der kleine Scheiße mir gefolgt?
Schaut euch seinen Dödel an. Und sowas bekommt man in den Mund. Also die Fortpflanzung hier ist echt abartig. I could see Mr. Whalen's excitement as he met me on the shuttle platform. The research facility is impressive, but it was the look in his eyes. Something has his full attention. I've never seen him so alive. Das muss wirklich ein verdammt abartiges Gefühl sein, so ein Ding im Gesicht zu haben. Allein dieser Gedanke, jemand steckt ein schlauchartiges Teil in deinen Mund und sondert irgendwas dann in dich ab. Ugh. Klingt wie ein Blowjob, ich weiß, aber... Ugh. Da bin ich raus. Point the dish at the colony. I should be able to tap into something. What the fuck? Das war kein Xeno. Predator. Auf jeden Fall Blut von einem Predator. Ringing systems online. Doors, locks, lights, cams. Power levels nominal. Someone shut this place down in a hurry. Fried half the circuits. I've got pretty much zip inside. If you head back down through the outbuilding, there's a service bridge that leads into the refinery. Gut. Wir haben Strom. Wir haben Munition. Wir haben unsere Jugend. Und Aliens. Alter. Alter. Ring systems online. Doors, locks, lights, cams. Power levels nominal. Someone shut this place down in a hurry. Fried half the circuits. I've got pretty much zip inside. Da kann man sehen, down through the outbuilding, there's a service bridge that leads into the refinery. Wie schnell man alles hier drin verlieren kann. Ein Fehler und du bist tot. Dieselbe Stelle, selbes Alien. Wow. Das war kein gewöhnliches Alien. Alpha-Tier. Ganz klar ein Alpha-Tier. Alpha-Tier. Okay, der nicht. Der jetzt nicht. Der andere schon. Ich habe so wenig Munition. Kann man hier irgendwo noch Munition finden? Nice. Was haben wir hier Schönes? Yes. Even now I can't help but admire her, despite all she did to hold us back. Three times she faced them. Three times she obstructed our progress. She showed us strength that few possess. If she had only realized the magnificence of what she had sought to destroy. Wayland persönlich. Oder eine Kopie. Na, ich bleib mal hier bei der Shotgun. Wow, 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 wow. Schlagen, schlagen, schlagen. Vorsicht mit der Säure, Junge. Die ist unangenehm. Die ist echt unangenehm. Na, wo ist das Vieh? Alter. Da geht's ziemlich tief nach unten. Bist du tot? Jetzt definitiv. No sign of Van Zandt yet, but I'll keep scanning. Gut, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen, ihr Alien vs. Predator Fans da draußen.
Unterstützt das Ganze ein bisschen. Würde ich mich freuen. Die erste Folge kam ja mega gut an. Bis zum nächsten Mal und tschüss.